Teil 2 von unserer Damenhose. Teil 1 war Schnittvorbereitung, Stoff zu schneiden und heute machen wir Taschenbeutel. Die sind ganz normale Taschenbeutel für Hose. So, hier habe ich Futter, hier ist der Hauptstoff. Wer aber keine Taschenbeutel mag, kann dann gleich das Teil 3 anschauen. Die Grundkonstruktion von der Hose. Dann viel Spaß! Wer dann die Variante mit Taschenbeutel vorne mag, fangen wir dann so an. Ich habe hier ein Vorderteil. Das wird dann alles, was ich hier mache, macht man dann danach gleich bei dem anderen Vorderteil. Und ich habe rechts vom Stoff oben. Und das erste, das ich machen muss, sind die Taschenbeutel zu nähen. Und die werde ich auch rechts auf rechts hier. So, das ist dann so. Und ich werde sie hier dann nähen. Danach, wenn man es dann umdreht, ist dann so. Ich habe hier dann meine vorderen Teile, ein Futter, rechts auf rechts. Und jetzt dann zusammen nähen. Schneide ich die Nahtzugabe ein bisschen zurück, weil ich nicht so viel brauche. Und danach, weil das leicht rund ist, muss ich ein bisschen einschneiden. Jetzt muss ich das umdrehen und erstmal bügeln. Ich habe dann die Nahtzugabe ein bisschen zurückgeschnitten. Dann noch so kleine Schnitte gemacht, sodass es sich besser umdreht. Ich habe mittlerweile auch schon gebügelt. Und jetzt werde ich auf der Futterseite werde ich dann alles nochmal zusammen absteppen. So diese ganzen Nahtzugaben werde ich alles auf der Futterseite schieben und werde zusammen absteppen. Das macht es einfacher, wenn man dann umdreht, sodass es nicht immer wieder rausspringt. Jetzt sieht es dann so aus, alles zusammen auf der Futterseite. Und jetzt werde ich aber nochmal umdrehen und nochmal absteppen, sodass es wirklich so bleibt. Weil die Sache ist, man steckt sehr oft die Hand in der Tasche. Und deswegen muss das schon so sehr stark gemacht werden. Und dieser Teil ist dann jetzt fertig und schaut so aus. Ich habe es hier dann schon fertig gesteckt, sodass man sieht, wie ist der gewünschte Ergebnis. So, wir haben hier unser Vorderteil mit Futter. Was ihr seht, ist dann rechts. Und wir stellen dann rechts auf links. So, das ist hier oben links, das ist auch hier oben links. Auf dieser Seite haben wir zweimal rechts. Stecken wir dann der innere Seite von unserer Taschen. Das muss man so. Zum Helfen muss man erstmal diese zwei feststecken mit der richtigen Abstand hier. Aber danach, was wir jetzt nähen werden, werden die zwei Teile von der Tasche. Weil die zwei Teile von der Tasche werden dann rechts auf rechts. Und wir werden erstmal so hier nähen, weil wir dann danach das so nähen. Deswegen können wir das nicht später machen, weil dann ist es schon hier genäht und in die Kante kann man nicht so gut gehen. Genau, so jetzt gehen wir in die Maschine und machen hier 1,5 cm dann mit 1,5 cm Nahtzugaben werden wir dann das zusammen nähen. So, hier habe ich dann meine Tasche und ich werde dann Futter mit rechts dann zusammen nähen. Thank you.
dann meine Taschenbeutel. Jetzt ist schon genäht, ich kann schon meine Hand reinstecken, teilweise. Und jetzt werde ich das dann versäubern. Erstmal dann ein bisschen zurückschneiden. So. Jetzt kann ich das dann versäubern. Wie mache ich das? Ich habe keine Overlock, so ich werde einfach einen Zickzack-Stich nehmen. Werde sehr genau platzieren, sodass, wenn das nach rechts geht, dass das nicht mehr zu Stoff geht, dass das schon draußen kommt. Ich fange dann, ich mache es ein bisschen größer beim 3. Ich fange dann langsam an, um zu schauen, ob es genau ist. Genau. Und das dann ziemlich langsam, sodass es immer rechts dann keinen Stoff mehr nimmt. Dass ich meine Taschenbeutel schon zusammengenäht habe und auch versäubert, werde ich dann, das ist dann rechts, werde ich dann hier oben zusammenstecken, zusammennähen und auch hier unter auch zusammennähen. So, jetzt werde ich dann hier oben nähen und auch hier, nicht mit 1,5 cm Abstand, aber nur mit 1 cm, weil dann kommt noch die Seitennähte und ich will nicht, dass man diese Nähte noch sieht. Deswegen, um sicher zu gehen, mache ich jetzt nur mit 1 cm, weil jetzt ist mein Ziel nur, dass das zusammen bleibt. Rückstich brauche ich auch nicht. Es ist dann jetzt schon fest und jetzt hier oben. Jetzt ist dann mein Taschenbeutel fertig. Ich kann schon meine Hand rein und ich kann es auch gucken, dass es eine gute Größe ist. Für heute sind wir dann fertig. Bald kommt der Teil 3 der Konstruktion der Hose. Danke fürs Zuschauen.